Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. The Callisto Protocol kam bei mir wieder mal zwei Tage zu früh im Briefkasten an. Habe ich ein Stück weit erwartet, weil man sieht auf der ganzen Welt schon, dass die Konsolenversionen viel zu früh herausgegeben werden von den Shops. Da habe ich es natürlich auch zu früh bekommen und da lasse ich mich nicht lumpen und lade das an dem Tag hoch, an dem ich es bekomme. Am Freitag kommt es ja offiziell raus und es ist ja auch eines der meist erwartetsten Spiele von 2022. Ist ja von den Dead Space-Machern. Und beziehungsweise auf einige davon sind hier mit dem Boot. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Spiel mit der Gaming-Welt machen wird. Weil es scheint sehr, sehr grotesk zu sein. Und das sind normalerweise nicht so meine Spiele. Aber wir geben dem Ganzen eine Chance und gehen mal direkt rein. Mit der Schwierigkeitsgrad nehme ich wie immer den mittleren. Ich brauche jetzt hier nicht der Hochsicherheitstrakt Schwierigkeitsgrad, weil sonst werde ich das Spiel wahrscheinlich nie beenden. Gut, das lasse ich immer alles auf Standard. Und dann geht's jetzt ab ins Intro. Erschreckende Bilder von Europa. Ein schamloser Angriff der Terrorgruppe Outer Way. Angeführt von der berüchtigten Dani Nakamura. Das reicht jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Hier Callisto Hangar Control an UJC Karen. Sie haben die Sicherheitszone verlassen. Verstanden, Hangar Control. Nehmen Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Tja, du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hä? Hin und her, Callisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismond, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Hm? Wie erklärst du dir die? Die vom Outer Way? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziele im ganzen Sektor an. Haben einen gelben Alarm im Frachtraum. Ist bestimmt nichts. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Die Steuerbord- und Backbord-Sensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Ich gehe ja schon. So, und jetzt können wir auch endlich selber loslegen. In der Fracht sind wir. Wir sind da im Weltall. Und Callisto ist ja, glaube ich, ein Teil vom Jupiter. Das irgendwie untergeht. Keine Ahnung. Diese Seuche, die dort auf der Welt ist, die kommt, glaube ich, auch hier hin. Irgendwie. Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß nur, der Titelsong kommt noch sogar von einer Schweizerin. Den werden wir hier aber wahrscheinlich noch nicht hören. Ich bin mal gespannt, was hier... Komm schon, Max. So packt man die doch nicht. ...los ist. Wo muss ich denn... Ah, so, hinüberspringen. Gibt's hier sonst noch Sachen zum Anschauen? Nee. Ich bin nämlich immer einer, ich schaue alles an. Jede Ecke.
hoffe, das lohnt sich. Ich sollte den Rest des Schiffs prüfen. Was ist da? Landeausrüstung. Ich habe das Gefühl, irgendwas wird hier jetzt dann gleich passieren. Grafik ist aber mega geil. Weiß gar nicht, habe ich Raytracing an? Oder geht das? Gibt's es? Gibt's wahrscheinlich gar nicht auf der PS5, oder? Gameplay. Nee. Grafik da unten. Nee, das gibt's hier nicht. Ja, okay. Ja gut, Raytracing, das können ja nur die krassen Grafikkarten. Hier ist alles okay. Sollte auf der anderen Seite nachschauen. Wie groß ist das denn? Hier hoch wahrscheinlich, oder? Genau. Und die Musik spannt sich langsam an. Ja, hier ist was passiert. Max, oh shit. Es gibt Probleme. Die Autoway. Ja, sieht so aus. Tja, das ist natürlich doof, hä? Geh zurück ins Cockpit. Und wo sind denn die Eindringlinge? Bücken kann ich mich ja. Ducken ist mit Kreis, wie in jedem Spiel. Es muss hier irgendwo sein. Guck mal, da sind sie. Habe ich eine Waffe oder irgendwas? Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Jetzt geht's dann ab, ha? Woher soll ich das wissen? Warte mal, wo geht's? Ah, hier durch, okay. Siehst du was? Noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Oh, sprinten kann man auch, das ist gut. Da ist... Halt ihn auf! Sie gehen in Richtung Brücke. Lass mich rein! Was willst du jetzt tun? Was immer nötig ist. Oh, oh, was machst du? Was machst du da? Nein, scheiße! Achtung, explosive Kompression im Frachtraum. Halte durch, ich bin gleich da! Was muss ich machen? Nach vorne gehen. Pass auf. Achtung, Atmosphäre abgelassen. Komm hier hoch, Jacob! Boah, das kommt nicht gut. Achtung, Initialdämpfer offline! Das Schiff ist in der Motorziehungskraft! Sie zieht uns runter! Komm, noch ein kleines bisschen, dann bist du sicher. Ja, tatsächlich keine Wahl. Bei Callisto sieht mir wir doch ein bisschen düster aus. Tja, da sind sie kaputt. Keine Sorgen!
Hey, Max! Max! Warte, ich komme! Hey, hey! Jacob! Whoa. Jacob! Alter! Hast du nicht auf mich gehört? Hey, hey! Komm schon! Das gibt ein... Nee, da kommt jemand. Oder etwas. Ein Lebenszeichen erfasst. Setze Suche fort. Lacker in Sicherheit. Sind Sie der Pilot? Ja. Und er? Er ist tot. Dann brauchen wir nur eine. Okay, bringen wir sie hier raus. Laut Verzeichnis transportieren sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Thermalregulatoren aktiviert. Das ist mein erster Absturz. Lass mich los! Hier. Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl? Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Hey! Ich hab nichts getan! Ja, das wäre dann das Intro. Zu die Callisto-Protokolle. Was kommt jetzt? Jetzt müssen wir aus dem Gefängnis ausbrechen, okay? Ja, kleiner Schofield, das ist der bei Dead Space dabei war. Was trotzt du so blöd? Ruhe! Ist viel zu spät für den Scheiß. Okay, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen. Von ihr! Sie ließ uns abstürzen. Mein erster Offizier ist tot. Ist mir egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole. Und wir... werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Iron. Der letzte Teil ist das Schönste. Macht mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den Toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Nein. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Denn dein neues Leben liegt voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Okay, dir auch. Los geht's.
Sie betreten nun die Haftanstalt Black Iron, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Hey, lass mich! Hey, halt! Nein! Nein! Hey! Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen Bereiten nicht... Sie das Gerät vor. Gerät? Welches Gerät? Sie sind doch an! Verdammt! Stopp! Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Verflucht! Was ist das denn für masochistische Scheiße? Alter. Doktor, kein Herzschlag. Injektor. Ja, machen wir jetzt. Erkunde die Ziele. Ja. Und dann? Ich habe ja keine Ziele, oder? Neuer Häftling 532521. Was ist das? Stimmt definitiv was nicht, ja? Flieh, das ist ein gutes Ziel. Oh mein Gott. Alter, was ist hier passiert? Guck mal, wie der aussieht. Der Arm ist ja weg. Ja, dann rennen wir mal weg. Ich höre irgendwelche hässlichen Monster. Da unten. Nee, die sind besessen oder irgendwas. Das ist dieser Virus, den wir am Anfang des Videos gesehen haben. Der hat die Leute verrückt gemacht. Bisschen wie Dead Island. Aber ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist, dass wir... dass wir direkt zu den Dingern fliehen. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Aber weißt du, du bist Pilot, oder? Ja? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutz das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin Rix Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben retten. Ja. Und lass mich nicht hängen. Elias gibt Jacob ein Schiff. Ja, okay. Eine Klinge habe ich bekommen. Ist eigentlich ein Schraubenzieher, aber okay. Dann gehen wir mal hier rein. Na, ob das wirklich gut ist. Kommen diese Dinger? Vor allem, wo muss ich durch? Ah, hier. Das da hinten scheint mir ein Kontrollraum zu sein.
Guck mal, da hinten drehen alle durch. Eieieiei. Verschlossen. Ja, dann mach das mal kaputt hier. So, jetzt ist nichts mehr verschlossen. Komm. Ja, mach auf das Ding. Hab noch einen. Ausweichen. So. Oh shit. Schön ausgewichen, Jacob. Oh. Und nochmal angreifen. Ja, halt! Warte! Hier wird gar nicht gewartet. Du hast mich zuerst angegriffen. Du oder ich. Du oder ich. Ach, hey. Perfekt. Komm, schlag mal zu mir. Komm an. Guck mal, der erste Arm ist ja schon weg. Super. Und jetzt ist das Ding kaputt. Was zum Teufel war das? Ja, keine Ahnung, Mann. Aber es ist richtig hässlich. Öffne Elias-Zelle. Ja, dann gehen wir mal zurück zu ihm. Und auf dem Weg dorthin werden wir wahrscheinlich, Nahkampfangriffen ausweichen. Halte den linken Stick nach links oder rechts gedrückt, bevor der Gegner angreift, um ihm auszuweichen. Es gibt kein Zeitfenster. Halte einfach nach links oder rechts gedrückt, bevor dich der Gegner trifft. Um einer Serie von Nahkampfangriffen auszuweichen, halte den linken Stick in eine Richtung, bevor der Gegner angreift. Wechsle dann, um den linken Stick in die andere Richtung zu halten und wechsle hin und her. Weiche niemals mehr als einmal in die gleiche Richtung aus, andernfalls wird die Sequenz abgebrochen. Hä? Wie blöd ist das denn? Naja, geh mal raus hier. Ja, aber jetzt wenigstens eine Nahkampfwaffe. Aber eine Schusswaffe wäre mir definitiv lieber. Bin ich ehrlich. Jacob, hier drüben! Das Tor geht nicht, die Konsole reagiert nicht. Da hinten, da war was, hat mich angegriffen. Und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Ja. Das ist unser erster Halt, wir treffen uns da. Wie? Der Aufzug ist da lang. Fahr hoch zur nächsten Ebene, ich melde mich. Verstanden. Ja gut, dann werden wir das doch im nächsten Part machen. Dann ist für heute erstmal Schluss. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.